sind wieder bei den Sozialassistenten. Es geht um den Begriff Parabel. Wir hatten bisher die sogenannte Normalparabel in der Form f von x gleich x². Jetzt betrachten wir die Parabel f von x gleich a mal x², wobei das a der sogenannte Streckungsfaktor ist. Deshalb sprechen wir auch von der Normalparabel, die dann zur allgemeinen Parabel übergehen soll. Wird der Wert für a größer als 1, werden die Parabeln gestreckt. Gestreckt heißt also, sie werden in Richtung y-Achse gehen, also zum Beispiel diese, wenn das die Normalparabel ist. Und liegen die Werte für a zwischen 0 und 1, so werden die Parabeln gestaucht. Das heißt also, wir haben hier eine gestauchte Parabel. Das heißt, die Werte für a sind aber alle größer als 0. Damit betrachten wir auch die sogenannte Öffnungsrichtung. Für die Werte von a, die größer sind als 0, ist die Parabel immer nach oben geöffnet. Und wenn der Wert für a kleiner ist als 0, Leo, dann sind die Parabeln alle nach unten geöffnet. Also das könnte zum Beispiel lauten f von x gleich minus 3x² oder f von x gleich minus 1/2x² und so weiter. Das ist das. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen weiter. Hier sage ich noch Folgendes aus. Wenn a gleich minus 1 oder wenn der Streckungsfaktor a gleich 1 ist, dann ist die Parabel im Vergleich zur Normalparabel gestreckt. Das hat er schon gesagt. Und wenn der Wert von a im Intervall von minus 1 bis 1 liegt, dann ist die Parabel im Vergleich zur Normalparabel gestaucht. Die Skizze ist dort. Es gibt natürlich hier sehr viele Programme, Geometrieprogramm, da kann man das dann sehr schnell sich anschauen, wenn man den Koeffizienten verändert, dann sieht man tatsächlich, was passiert. Ja. Ich würde sagen, für uns wieder ganz einfach, bisher her. Schluss.